Du weißt, Kostja, ich gewinne immer. Komm schon, Dima, komm schon. Kostja, komm schon, ich glaube an dich. Jetzt geht's los. Komm schon. Mein Dima wird Kostja besiegen. Tja, wir werden sehen, Grünschopf. Komm schon, Leute. Könnt ihr leiser spielen? Ihr seid viel zu emotional. Mädchen, könnt ihr aufhören zu quieken? Nein, das können wir nicht. Komm schon, Leute. Komm schon. Oh, was macht ihr denn da, Footballer? Spielt ihr Tischkicker? Was ist mit eurem American Football? Habt ihr das jetzt schon aufgegeben? Okay, wirklich? Werden sie jetzt auf beiden Seiten schreien? Es ist unmöglich, hier zu lernen. Mädels, lasst uns ins Café gehen, das ist ruhiger. Ich werde gewinnen. Jetzt geht's los. Hau rein hier. Ja. Also Leute, was wollt ihr trinken? Browse, für mich einen Karottensaft, ja? Was? Ich bin das Maskottchen der Bunnies, ich muss Karottensaft trinken. Und ich werde heiße Schokolade trinken. Ich nehme doppelte heiße Schokolade. Okay, gut. Karottensaft, wie kann man das denn überhaupt trinken? Browse, das ist sehr gesund. Mary, was sollen wir tun? Werden wir neue Cheerleader finden? Es ist nicht in Ordnung, dass nur noch wir beide übrig sind. Nein. Welche neuen Cheerleader? Ich bin an die Bunnies gewöhnt. Ja, stellt euch vor, ich bin die einzige Cheerleaderin. Vielleicht sollte ich neue Leute suchen. Mary, was? Willst du dein Team verraten? Es gibt kein Team. Sie sind jetzt Rebellen. Sie tragen alle schwarz. Und wir brauchen Cheerleader-Leute. Okay, Leute, heute werde ich nochmal mit Diana und Nastja sprechen. Wenn sie nicht bereit sind, ins Team zurückzukehren, dann werden wir uns nach neuen Cheerleadern umsehen, okay? Machen wir so. Maskottchen, möchtest du Kürbissaft? Wir haben keine Karotten mehr hier. Dann mach mir den Ananassaft. Oh Mann, ich bin so besorgt. Ich will, dass alles gut wird. Ich verstehe das nicht. Sind jetzt alle in dieser Schule verrückt geworden? Sie verlieren den Verstand. Okay, wartet. Ich verstehe das nicht. Warum ist der Kopf des Bunny-Team-Maskottchens auf meinem Stuhl? Tut mir leid, Frösche, aber ich habe kein spezielles Regal für diesen Kopf hier. Nimm den anderen Stuhl, ja? Habt ihr das gehört? Ein Bunny versucht mir zu sagen, was ich tun soll. Nimm deinen Kopf sofort weg. Frösche, hört auf zu schreien. Maskottchen, nimm den Kopf weg. Sie soll sich hinsetzen. Lass uns lieber drüber nachdenken, wie wir das Team retten können. Oh Mann, hier ist dein Stuhl, Frosch. Mädchen, lasst uns das Thema wiederholen und uns bereit machen. Wir müssen noch für das Album fotografiert werden. Browse, mach uns 3 Tees, bitte schnell. Es geht nicht schnell, ich habe kein kochendes Wasser mehr und nur Trinkgeld kann da helfen. Okay, Mädels und Smile, ich hoffe, ihr denkt alle daran, dass wir heute für das Abschlussalbum fotografiert werden, Leute. Ja, wir werden alle schwarz gekleidet sein. Ja, rebellische Absolventen. Ja, sagen wir dem Fotografen, er soll dort eine eigene Seite für uns machen und Rebellen drunter schreiben. Ja, du hast recht, Smile. Na dann, lass uns eine heiße Schokolade trinken. Wir hätten gerne 4 heiße Schokoladen, bitte. Browse für mich mit viel Liebe. Könnt ihr bitte ruhig sein, ihr Rebellen? Verdammt. Diana, ich muss mit dir sprechen. Diana, ich auch. Diana, denkst du daran, dass wir heute für das Abschlussalbum fotografiert werden? Gibt es einen freien Platz für die Bunnies? Oh, Mary, hallo. Ich habe dich gar nicht bemerkt. Ich wollte sagen, dass es keine Seite mit den Bunnies geben wird. Es wird nur Rebellen auf der Hauptseite geben. Tut mir leid, Mary. Weißt du was, Diana? Ich werde ein neues Team von Cheerleadern zusammenstellen. Ich wollte schon lange Mannschaftskapitän werden und du kannst weiter Rebellen sein. Soll ich mich darum kümmern? Mia, nein, lass sie. Wow, Mary will ein neues Team zusammenstellen. Smile, hast du es gerade erfahren? Leute, ich erinnere euch nochmal daran, dass ihr nicht vergessen solltet, Trinkgeld hier zu hinterlassen. Andernfalls habt ihr bald Selbstbedienung, okay? Mary, warum hast du gesagt, dass du sofort Kapitänin werden willst? Jetzt wird sie nicht mehr zurückkommen oder so. Mary, das Verhalten war echt seltsam. So kommt niemand zu uns zurück. Warum warten, bis sie zurückkommen? Ich werde neue Mädchen finden und Kapitän werden. Und sie können weiterhin ihr Schwarz tragen. Browse, wo ist mein Kakao? Vielen Dank, Browse. Einen Moment, Mary, kommt gleich. Ich verstehe das nicht. Der schwächste Cheerleader aus dem Bunny-Team spielt sich jetzt hier auf. Hör zu, Mary. Um Mannschaftskapitän zu werden, musst du zuerst alle Slogans und alle Spielzüge lernen. Und dann kannst du etwas sagen, verstanden? Also hör jetzt auf, dich aufzuspielen. Oh, oh, oh. Was sagt der ehemalige Mannschaftskapitän? Weißt du, Diana, wenn ich Mannschaftskapitän werde, werde ich alles lernen. Spielzüge und Sprüche. Beruhigt euch, fangt keinen Streit an. Das ruiniert nur die Mannschaft, okay? Lasst das. Mädchen, bitte nicht streiten. Ich liebe euch beide. Ihr seid beide meine Freundinnen. Lasst uns Frieden schließen. Das ist der einzige Weg, das Team zu retten. Hört zu, Mädels. Es ist schön zu sehen, wie sich das Bunny-Team selbst zerstört. Ja, wir können davon nur profitieren. Wenn sie sich nicht wieder vereinen, werden wir das coolste Cheerleader-Team aller Zeiten sein. So wie es aussieht, wird es keine Wiedervereinigung geben. Frösche, ich höre alles. Um euch zu ärgern, wird das Bunny-Team auf jeden Fall zurückkommen. Nein, das Bunny-Team kommt nicht zurück. Es wird ein neues Bunny-Team geben, kapiert? Diana? Weißt du was, Mary? Wie konnte ich die ganze Zeit über nicht merken, dass du Kapitänin werden wolltest? Gib mir heute die Uniform des Bunny-Teams zurück. Und außerdem wirst du für das Foto im Abschlussalbum schwarz tragen. Super, Diana, das hast du gut gesagt. Klasse. Oh Mann, Mary, du hättest es irgendwie anders machen sollen. Oh Mann, Mary, wir wollten das Team vereinigen, aber jetzt ist es noch schlimmer. Es gibt keinen anderen Weg. Ich werde die Kapitänin werden.
Lehrer Mike, können wir den Termin für das Schulfotoshooting bitte um eine Stunde verschieben? Grünschopf, warum eine Stunde später? Ich habe euch gesagt, um wie viel Uhr das Fotoshooting stattfindet. Lehrer Mike, wir wollen einfach die Schönsten im Album sein. Ja, wir haben einen Friseur, einen Stylisten und einen Visagisten eingeladen. Und wo liegt das Problem? Alle stehen im Stau gerade, okay? Ja, Lehrer Mike, verschieben Sie den Termin, bitte. Aber der Fotograf ist pünktlich gekommen, also ist das Fotoshooting in einer Stunde, verstanden? Lehrer Mike, können Sie denn nichts für uns ändern? Bitte. Ach, bitte. Lehrer Mike, warum haben wir nicht gewusst, dass es heute ein Fotoshooting gibt? Ja, man hat uns gar nicht Bescheid gegeben. Wir werden heute nicht posieren. Wir haben nichts zum Anziehen. Oh, lest ihr keine Ankündigungen oder was? In der Schule stand an den Wänden und in der Gruppe, dass es heute ein Fotoshooting gibt. Ja, seht mal, Dima trägt seit heute Morgen ein T-Shirt. Mädchen, kein Problem. Wir machen euch weiße Hemden und schwarze Krawatten bei Photoshop. Okay, verstanden? Ach so. Dann lassen Sie sich doch auch ein weißes Hemd auf Photoshop machen. Und wir wollen schöne, helle Kleider tragen und schöne Frisuren haben. Sehen Sie, Herr Lehrer Mike, wir sind nicht die Einzigen, die Probleme haben. Also bitte verschieben Sie den Termin. Hört auf, hier rumzuschreien. Das Fotoshooting ist in einer Stunde. Macht eure Haare und euer Make-up selbst, okay? Ich habe jetzt alles gesagt. Verstanden? Grünschopf, kannst du mir deinen Pullover geben? Nein, Karina, ich werde ihn wahrscheinlich selber tragen. Jana, was sollen wir tun? Lass uns Diana fragen. Sie hat eine Menge Sachen in der Garderobe. Mädels, wir haben es euch gesagt. Lehrer Mike wird dem nicht zustimmen. Wisst ihr was? Das ist ein Fotoshooting für die Schule, okay? Kein Titelbild für ein Modemagazin oder so. Frisuren und Make-up sind nicht erforderlich. Vielen Dank, Lehrer Mike. Und die Tatsache, dass wir bald Absolventen sind, bedeutet Ihnen gar nichts, oder? Ja, wir sind doch schon erwachsen. Richtig, ihr seid bald Absolventen. Ihr müsst ans Lernen denken und nicht an Make-up und Frisuren. Leute, helft mir. Wie soll ich für das Schulalbum posieren? So wie eine Glam-Tussi? Oder so wie eine super coole Tussi? Oder so wie eine gute Schülerin? Was sagt ihr? Gigi, mach das Erste, glaube ich. Patrick, gib mir keine dummen Ratschläge. Das ist ein Schulalbum. Das ist eine Erinnerung fürs Leben. Gigi, posiere wie eine fleißige Schülerin, verstanden? Gut. Gigi, ich mache jetzt schon Fotos. Das ist richtig gut. Sieh mich an. Ja, das ist gut. Ja, das wird so gut. Mädels, die Hauptsache ist, dass ich auf dem Album für den Schulabschluss gut aussehe. Wir müssen uns die Lippen und die Wimpern schminken. Oh, schaut, hier ist eine Probe. Ist die Toilette nicht frei oder was? Ja, doch. Ist der Fotograf schon da? Gigi, für das Foto im Schulalbum ziehst du besser etwas anderes an. Das ist nur eine Meinung von außen. Ja, für das Album posiert man nicht in Sportkleidung. Was ist da gerade passiert? Hat Diana mir einen Rat gegeben? Gigi, du kannst tragen, was du willst. Wir brauchen ihren Rat nicht. Verdammt, Mädels, was ist das? Ich habe meine Schminktasche vergessen. Mist. Diana, das ist doch wohl ein Witz. Ich habe sie auch nicht mitgenommen. Mädchen, werden wir jetzt in einem Schulalbum unscheinbar aussehen? Mist, wie konnte ich nur ohne meine Schminktasche zur Schule kommen? Okay, Mädels, lasst uns gehen. Da ist etwas in der Garderobe. Diana, wir müssen uns beeilen. Leute, wie lange wollt ihr mich noch ignorieren? Okay, ich hab's kapiert, ihr seid sauer auf mich. Aber wollt ihr wirklich unsere Freundschaft wegen ein paar Klamotten ruinieren oder was? Was soll das? Du hast unsere Freundschaft ruiniert, Smile. Okay, Leute, heute werden wir für das Jahrbuch fotografiert. Ich kann die Basketballuniform für das Foto tragen. Ist das für euch in Ordnung oder so? Smile, soll das ein Gefallen sein oder was? Es geht nicht nur um das Foto, verstanden? Die Sache ist die, dass du deine Basketballuniform gegen das da ausgetauscht hast. Du kannst kein Basketball spielen damit, okay? Versteht ihr denn nicht? Ich habe eine Freundin. Und sie gegen die Freundin zu stellen, das bedeutet nichts Gutes, okay? Und tut mir leid, Leute, aber meine Freundin ist mir wichtiger als Basketball. Ja, dann geh doch zu deiner Freundin. Das ist es also. Okay, okay. Einmal Trikot ausgezogen und schon kein Basketballer mehr, Mann, ich will, dass alles so ist wie früher. Ja, Max, das wäre cool. Aber jetzt komm, lass uns ein bisschen spielen. Mädels, ich habe einen nudefarbenen Lipgloss gefunden. Für welche Farben entscheidet ihr euch? Ich habe einen roten Lippenstift gefunden. Ich werde den benutzen. Nastia? Diana, ich werde einen transparenten Glanz auf meinen Lippen haben. Verdammt cool, Nastia. Gib mir auch einen transparenten Glanz. Mädels, denkt darüber nach. Dieser Tag ist gekommen. Heute ist ein Fotoshooting für das Abschlussalbum. Und das war's. Nächstes Jahr gehen wir schon aufs College. Diana, das College ist sicher cool. Aber hast du keine Angst, dass es Mädchen gibt, die beliebter sind als du? Mia, wir werden überall beliebt sein. Mädchen, das Wichtigste ist, dass ihr sofort Cheerleader im College werdet. Dann werden wir mit Sicherheit an Popularität gewinnen. Nastia, gib mir den Glanz. Hast du es schon aufgetragen? Diana, hallo. Hör zu, Diana. Wie du weißt, findet heute ein Fotoshooting in der Schule statt. Aber niemand hat uns Bescheid gegeben. Also haben wir nicht die richtige Kleidung an. Kannst du uns helfen? Bitte. Ich danke dir. Mädels, ich glaube, ihr müsst wirklich in diesen Kleidern posieren. Ihr seid im Stil von Ratten und das ist euer Ding. Das stimmt. Aber wir wollen auf den Fotos gut aussehen. Wir sind Ratten in dieser Schule. Und im College werden wir keine Ratten mehr sein. Und
vielleicht werden wir sogar Cheerleader. Wow, die Ratten haben große Pläne. Bin ich die Einzige, die hier kaum noch atmen kann? Hier riecht's nach Ratten. Okay, Mädels, nehmt das. Es ist ein Abschlussalbum, also helfe ich euch. Ich habe nichts dagegen. Ich nehme den Bodysuit. Dann nehme ich das rosa Oberteil. Dankeschön, tschüss. Diana, du bist zu großzügig. Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du nicht so nett sein solltest? Hör zu, Mädels. Ich habe mir gedacht, das ist doch ein Abschlussalbum. Eine Erinnerung fürs Leben. Vielleicht sollten wir uns auch helle Kleidung anziehen. Na, was denkt ihr? Hm? Hell? Nein. Diana, wirklich? Ziehen wir uns helle Sachen an? Wir gehen doch später aufs College, oder? Ja, und dann werden wir uns das Foto ansehen und lachen. Was waren wir doch für rebellische Menschen. Rebellen, verschwindet von hier. Die Cheerleaderin braucht ihr Make-up. Mary, ganz ruhig. Wie bitte? Weiß die Cheerleaderin, dass es sich um einen gemeinsamen Umkleideraum handelt und dass hier mein Tisch steht? Ein Tisch für Diana. Verstehst du das, Mary? Und mein Tisch, der von Nastia. Oh ja, ich erinnere mich. Ich habe dir erlaubt, meinen Spiegel zu benutzen. Du bist aber vergesslich geworden. Mädels, beruhigt euch. Lasst uns nicht streiten, bitte. Diana, wir müssen das Team wieder aufnehmen, okay? Bitte. Das ist nicht das, worüber wir gesprochen haben. Ich muss mich schminken. Und übrigens, das ist nicht dein Tisch. Okay, Mädels, ich warte im Korridor auf euch. Diana, bitte, sei eine Cheerleaderin und du, Nastia, auch. Für mich, für das Maskottchen, okay? Bitte. Maskottchen, hör auf zu jammern. Ich habe die Schnauze voll von dir. Lass uns später darüber reden. Und jetzt bereiten wir uns auf das Fotoshooting vor. Maskottchen, geh raus, bitte. Weißt du, wir sind Mädchen und du bist ein Junge. Also bitte geh jetzt. Maskottchen, geh raus, bitte. Wir müssen uns umziehen. Okay, wir treffen uns beim Fototermin. Leute, der Fotograf wird jeden Moment hier sein. Wo ist der Fotograf? Wir warten auf ihn. Ja, ja, wo ist der Fotograf? Leute, der Fotograf wird erst in 2 Stunden ein Foto von euch machen. Überlegt euch, wie ihr auf dem Bild aussehen wollt. Überlegt euch, das sind Bilder für das Schulalbum. Und wir werden posieren, Lehrer Mike. Das wird spitze. Lehrer Mike, darf die Mama mich auf die Wange küssen fürs Foto? Oder auf die Lippen? Grünschopf, das ist doch keine Liebesgeschichte. Das ist ein Schulalbum. Bros, wie sehe ich aus? Gili, du siehst total toll aus. Bros. Wir werden auf dem Album glänzen. Ja, na komm, lass uns die Nase pudern, solange der noch nicht da ist. Komm, Leila. Leute, stellt euch schon mal hin, damit es später besser und schneller geht, okay? Okay, Frösche hier, Maskottchen und Mary da. Okay, die Hauptsache ist, dass die Cheerleader in einem Buddy-Kostüm kommen. Lehrer Mike, als zukünftiger Mannschaftskapitän muss ich im Mittelpunkt stehen. Mist, Mädels, wir haben gegessen. Jetzt müssen wir unsere Bäuche für die Fotos einziehen. Smile, du trägst ja gar kein Schwarz. Baby, du trägst auch kein Schwarz. Ja, Smile. Es ist nur für das Abschlussalbum. Mhm. Vergiss nicht, dass wir uns nach dem Fotoshooting wieder umziehen werden. Mia, wir denken daran. Nun, Smile, lass uns ein Foto machen. Ich kann nicht glauben, dass dieser Tag schon gekommen ist. Oh mein Gott, Diana, siehst du das? Diana ist keine Rebellin mehr. Das ist mir egal, Leila. Lass uns ein Foto machen. Nein, es ist mir nicht egal. Ich bin Schuljournalistin. Du musst Smile interviewen und ich werde Diana interviewen. Diana, was hat dich dazu bewogen, dich umzuziehen? Bist du kein Rebell mehr? Leila, kein Kommentar. Smile, bist du kein Rebell mehr? Bist du wieder ein Basketballspieler? Warum trägst du ein Trikot? Lass mich in Ruhe. Mädels, ihr müsst uns die Wahrheit sagen. Das ist alles nur für das Abschlussalbum. Ja, das ist alles nur für das Foto. Sagt mir, werdet ihr danach wieder Rebellinnen sein? Ja, wir müssen das alles wissen. Okay, Leute, der Fotograf ist doch jetzt schon da. Stellt euch alle richtig hin. Also, alle sagen Cheese! Cheese! Hurra, Leute! Der Tag ist endlich da! Wir haben ein Foto für das Abschlussalbum gemacht und morgen werde ich wieder eine Rebellin sein. Drückt den Daumen nach oben, abonniert den Kanal, drückt die Glocke und wartet auf neue, coole Episoden. Also, auf Wiedersehen und tschüss! Baba! Ciao! Bye-bye. Tschüss.